Meine Damen und Herren, ich darf wieder alle herzlich begrüßen, die an außerirdischem, überirdischem und himmlischen Phänomen interessiert sind. Um ein Thema kommen wir nicht rum. Das ist das Thema UFOs, die unbekannten Flugobjekte. Das ist das Thema nach den Außerirdischen. Gibt es die anderen? Und wissenschaftlich gesprochen geht es um die Frage, sind wir allein im Universum? Sind wir die einzigen Lebewesen im Universum oder gibt es noch andere? Und wenn es noch andere gibt, kommen die zu uns? Und wenn sie zu uns kommen, wie kommen sie zu uns? Und eigentlich steht hier hinten ein Fragezeichen und ich will gleich hinter das Fragezeichen ein römisch 1 hinschreiben, denn dieses Thema ist so von allgemeinem Interesse offensichtlich, dass wir uns noch ein paar Mal darüber unterhalten werden. Sind wir allein im Universum, soll also heute heißen, außerirdische Flugobjekte, unbekannte Flugobjekte damit mithin, Flugobjekte nicht irdischen Ursprungs, fliegende Untertassen, Entführungen, Sicht, die Sichtung von irgendwelchen Erscheinungen am Himmel, die man sich nicht erklären kann, wird im Allgemeinen sofort mit Außerirdischen verwechselt. Jemand, der sich den Himmel anschaut und der überhaupt keine Erfahrung damit hat, sieht irgendwas am Himmel, sieht, dass er nicht weiß, was das ist, kann es sich also nicht erklären, denkt sich, dafür gibt es keine natürliche Erklärung. Und wenn es keine natürliche Erklärung gibt, dann muss es ein Außerirdisches sein. Also ist das unbekannte Flugobjekt, das UFO, die fliegenden Untertassen, automatisch mit außerirdischem Leben verbunden. Und damit ist klar, die Außerirdischen sind pausenlos unter uns. Es gibt in den letzten 50 Jahren 25.000 Sichtungen von UFOs. Hochgerechnet bedeutet das, dass jeden Tag die Erde von mindestens einer außerirdischen Besatzung besucht wird. Wir scheinen also im Universum was ganz Besonderes zu sein, weil man ständig mit uns Kontakt haben will. Die meisten UFO-Sichtungen finden im mittleren Westen Amerikas statt. Dort scheint also ganz eine besondere Attraktivität zu herrschen, dass ausgerechnet dort die Außerirdischen immer hinkommen. Offensichtlich wollen sie es mit God's own country direkt zu tun haben und befragen dort ständig Farmer, Bauern und so weiter danach, wie die Welt so ist. Sie sind noch nie aufgetaucht in New York zum Beispiel auf der Fifth Avenue oder sagen wir mal im Münchner Olympiastadion, Samstagnachmittag, kurz bevor die Bundesliga beginnt, dass hier mal ein außerirdisches Raumschiff sich... Nein, sie landen immer nur... Oder wenn sie landen, dann landen sie immer nur an ganz versteckten Plätzen, die allerdings nie so versteckt sind, dass man sie nicht doch entdeckt. Meistens sind es irgendwelche Spaziergänger, die auf einmal irgendwas am Himmel sehen, eine Leuchterscheinung, die schnell ihre Farben wechselt, irgendwo am Horizont. Und dann schießt das UFO über Land. Und manchmal werden die Spaziergänger dann auch aufmerksam auf ein Licht, was im Wald ist, und sie trauen sich da nicht näher ran. Es gibt UFO-Sichtungen von ganzen Urlaubermassen an der Ostsee, wo irgendwelche Lichter am Himmel erschienen sind und das Ganze in einer Dreiecksform war. Das hat sich dann hinterher als Übungsmunition der polnischen Marine herausgestellt. Aber dieser Vorfall zum Beispiel hat zu einer ganzen Welle von Fernsehsendungen geführt. UFOs über Greifswald, UFOs über Riga. Es gab Dreiecks-UFOs zwischen Holland und Belgien, also nicht nur im Mittleren Westen, sondern inzwischen sind die auch drauf gekommen, dass in Europa hier und da auch ein interessanter Platz ist, um mal mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Es gab also dreieckige UFOs, die also relativ langsam und sehr leise in niedrigen Höhen im Grenzgebiet zwischen Holland, Belgien und Deutschland hin und her geflogen sind. Das hat sich herausgestellt als solche Ultraleichtflugzeuge, wie sie gerne benutzt werden, um die Dächer von Regenwäldern zu untersuchen. Diese Flugzeuge müssen sehr leicht sein, damit man auf den Bäumen im Dschungel gut landen kann und da auch nichts zerstört. Und da haben sich einige Leute einen Riesenspaß gemacht. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Kornkreisen in England, die also auch sofort als Zeichen von Außerirdischen gesehen wurden. Auch hier haben sich ganz einfache irdische Erklärungen gefunden. Und da haben sich ein paar Rentner zum Beispiel den Spaß gemacht, in solche Kornfelder solche Zeichen hineinzubohren. Es gibt sogar Leute, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. In den USA gibt es inzwischen sogar Selbsthilfegruppen von Entführten, die sich also da zusammensetzen und sich gegenseitig ihre Erlebnisse erzählen. Also es muss sich dabei um Außerirdische handeln, die zwar technisch sehr weit entwickelt sind, wenn man aber an die Berichte dieser Entführten, wenn man die sich anhört,
dann muss es sich um Leute handeln, die also überhaupt keine Ahnung haben, wie man jemanden operiert zum Beispiel. Da werden fürchterliche Operationen vorgenommen, das Blut fließt in Strömen, die Operationsnarben, die sind also katastrophal. Es muss eine sehr, sagen wir mal, sehr gespaltene Zivilisation sein, die auf der einen Seite in der Lage ist, Milliarden und Abermilliarden von Kilometern durchs interstellare Medium zu fliegen. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann jemanden untersuchen, sich so primitiv, um nicht zu sagen barbarisch zu behandeln, um die wirklich barbarisch zu behandeln. Einige behaupten sogar, vergewaltigt worden zu sein, wobei man hier aufpassen sollte, denn außerirdische Bakterien, die sind nicht von schlechten Eltern. Das haben schon seinerzeit auf der Erde die Indianer in Südamerika erfahren. Wenn ein spanischer Soldat sie angenießt hat, dann fiel dann gleich der ganze Stamm einer Grippe oder den Masern zum Opfer und dann waren die weg. Also für uns kann es durchaus gar nicht so lustig sein, von Außerirdischen dann entdeckt zu werden. Und das Ganze steigert sich noch daran, dass einige Leute ja wirklich behaupten, einen richtig angenehmen Sex mit Außerirdischen gehabt zu haben. Und auch hier muss man die Frage stellen, wie geht das? Sind Außerirdische genauso wie wir? Das wäre ja ein Riesenzufall, könnte ja auch ganz anders aussehen. Und steckt man denn sich da nicht doch irgendwie an? Also Sie sehen schon, das Thema hat einen unglaublichen Facettenreichtum. Und ich glaube, man sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig damit sein, ständig zu glauben, dass die Außerirdischen tatsächlich pausenlos diesen Planeten besuchen. Wir sind natürlich alle unglaublich traumatisiert in gewisser Weise durch Science-Fiction-Filme. Wir sehen, also sagen wir mal, der 30-Jährige hat bis heute mindestens schon mal 20 Jahre Science-Fiction-Filmgeschichte hinter sich. Es sind also alle möglichen Schablonen schon auf ihn eingerauscht und natürlich ändert sich, das ist lustigerweise so, was heißt natürlich, es ist wirklich so, die Sichtungen und die Entführungen ändern sich mit der Science-Fiction-Filmkultur. Wenn die Außerirdischen in den Filmen groß sind, dann werden die Entführten auch von großen Außerirdischen entführt. Sind die Außerirdischen friedlich und freundlich und klein und grau? Man denke nur an Spielbergs Film, Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Danach werden die Sichtungen auch friedlich, freundlich, klein und grau. In der Tat, es ist eigentlich eigenartig, dass wir nicht direkt darauf kommen, dass diese Schablonen, die wir bekommen, dass wir die natürlich umsetzen und alles, was wir nicht erkennen können, sofort in diese Schablonen pressen und versuchen, es auf diese Art und Weise zu erklären. Es gibt Außerirdische, die 1947 zum Beispiel hier eine ganze Unfallwelle verursacht haben sollen. Da muss man sich doch fragen, was sind denn das für Leute? Ich sagte schon, die fliegen Milliarden und Abermilliarden von Kilometern und dann, wenn sie hier landen wollen, dann setzen sie ihre fliegenden Untertassen in der Wüste, in den Sand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht, dass die Außerirdischen bei diesem unglaublichen Aufprall vernichtet worden wären. Ich möchte es jedem ersparen, so einen Anblick, aber vielleicht wissen einige von den Zuschauern, was passiert, wenn zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt, was dann mit den Insassen passieren kann. Bei diesen UFOs, die damals abgestürzt sein sollen, da blieben die Leichen vollständig erhalten. Und vor einigen Jahren gab es sogar einen Film über Außerirdische. Da wurde nämlich ein Außerirdischer obduziert, lag dann da auf einer Bank und wurde da also von einigen Leuten obduziert. Es wurde dann als das Dokument, was nun endlich beweist, dass es Außerirdische gibt, verkauft. Nun stellt es sich leider raus, dass bei diesem Obduktionsfilm, der angeblich 1947 gemacht worden sein soll, ein Telefon im Hintergrund war, was erst ein paar Jahre später erfunden wurde. Offensichtlich hat der Produzent dieses Filmes da nicht drauf geachtet. Und was noch viel schlimmer ist, es stellte sich heraus, dass die Leiche, die dort auf dem Obduktionstisch lag, dass es ein Kind war, was einer ziemlich seltenen, aber immerhin bekannten Erbkrankheit erkrankt war. Deswegen war die Form des Körpers so außerirdisch. Es hatte 6 Finger und so weiter. Aber das ist dann nicht mehr lustig. Dieses Thema Außerirdische ist eben nicht nur mit der Faszination des Himmels verbunden, sondern es hat auch ganz klare und knallharte pekuniäre Geldgründe, das immer wieder nach vorne zu bringen und immer wieder daran interessiert zu sein, dass die Außerirdischen ins Fernsehen kommen und dass dieses Thema immer wieder aufgekocht wird. Diese Außerirdischen, die wir sehen, die wir in den Science-Fiction-Filmen sehen und die uns durch allerlei Sendungen immer wieder präsentiert werden, formen unser Bild vom Außerirdischen. Und man muss die wissenschaftliche Frage, sind wir allein im Universum, viel, viel weiter fassen, als nur die Frage danach, ob es irgendwelche UFOs gibt. Ja. Nämlich, man muss die Frage stellen, unter welchen Bedingungen entsteht überhaupt Leben? Und das ist eine Geschichte für sich. Ich habe nicht umsonst Römisch 1 dahin geschrieben. Das ist wieder eine ganz andere Denkrichtung. Man muss fragen, um welche Sterne herum kann es Planeten geben? Welche Planeten müssen es sein? In welchem Abstand müssen die Planeten sein? Und so weiter. Bei den Außerirdischen, bei den UFOs, handelt es sich um Phänomene, die, wenn sie zum Beispiel geklärt sind, für die meisten UFO-Gläubigen eine unglaubliche Enttäuschung darstellen. Wetterballons,
Raketenteile, die in die Atmosphäre eindringen und dann häufig dadurch, dass sie von einem Sonnenlicht und einem bestimmten Winkel angestrahlt werden, alle möglichen Lichterscheinungen verursachen. Ich sagte schon, also gerade die Wetterballons, die verursachen aufgrund ihrer großen Fläche, die sie haben, immer wieder so einen Prisma-Effekt, sodass die Farben sich von Rot nach Blau ändern und das Ganze geht sehr schnell. Es gibt allerdings auch militärische Projekte, die gerade in den 50er und 60er Jahren unter einer unglaublichen Geheimhaltungsstufe standen und von denen niemand was wusste. Und wenn dann so ein militärisches Projekt, man denke nur an den Delta-Bomber, an den Stealth-Bomber, über die Wüste flog und irgendjemand sah das und niemand hatte vorher auch nur im Entferntesten an so ein Flugzeug gedacht oder hatte schon mal jemals so eine Form gesehen, dann hat man sofort gesagt, das muss ein Außerirdischer sein. Das muss ein Außerirdischer sein. Und diese Dinge haben sich miteinander vermischt. Das heißt, das, was wir in Science-Fiction-Filmen sehen und teilweise Himmelserscheinungen, die wir uns nicht erklären können, die aber ganz, ganz einfache Erklärungen haben, die vermischen sich zu einem merkwürdigen Konglomerat von irgendwelchen Vorstellungen, was Leute glauben, was da vom Himmel zu uns runterkommt. Ich meine, man muss sich mal klar machen, wovon wir überhaupt reden. Wenn wir fordern, dass jemand vom nächsten Stern zu uns kommt, dieser nächste Stern ist 3 Lichtjahre von uns entfernt. 3 Lichtjahre meint man, ist nicht viel, das ist das, was das Licht in 3 Jahren zurücklegt. Das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Also kann man sich vielleicht mal eine leichte Vorstellung davon machen, wie weit das weg ist. Diese UFOs fliegen dann durch das absolute Nichts, denn zwischen uns und dem Stern, zum Beispiel Alpha Centauri, um den es herum keine Planeten gibt und da wird es auch kein Leben geben, aber nehmen wir mal an, es wäre so, von diesem Stern fliegen die Leute durchs absolute Nichts. Was machen die ganze Zeit in dem UFO? Also das sind erstmal sehr, sehr kleine Scheiben. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Was macht man die ganze Zeit, wenn man durchs Dunkle fliegt? Nehmen wir an, sie schlafen. Sie werden im richtigen Moment geweckt und dann kommen sie hier rein und landen zum Beispiel in Wiesbaden bei einem Schrotthändler. Warum landen sie in Wiesbaden bei einem Schrotthändler? Wenn sie über eine solche Technologie verfügen, wie wir voraussetzen, damit sie solche Entfernungen überbrücken können, dann können sie entweder sich so gut verstecken, dass wir sie niemals im Leben wirklich irgendwo sehen. Das heißt, sie können sich verbergen, sowohl dem Radar als auch dem menschlichen Auge. Oder aber, wenn sie gesehen werden wollen, dann sehen wir sie auch. Und dann sehen wir sie an solchen Plätzen, wo alle sie sehen können. Denn dann haben sie offensichtlich ein Interesse daran, dass wir sie wirklich auch erwischen. Die Außerirdischen, von denen ich jetzt rede, und dem liegt zugrunde, dass es alle möglichen Fälle gibt, wo irgendwelche einsamen Personen auf dem Planeten irgendwo Himmelserscheinungen gehabt haben oder mit irgendwas zusammengetroffen sind, weil sie sich nicht erklären können. Diese Außerirdischen, die scheinen sich nicht entscheiden zu können. Die sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Sie wollen nicht völlig im Verborgenen bleiben, aber sie wollen auch nicht gesichtet werden. Also eigentlich etwas sehr, sehr Menschliches, weil sie sich offensichtlich nicht so richtig einigen können, was sie nun machen sollen. Es gibt nicht einen einzigen wirklichen UFO-Fall, der nachgewiesenermaßen nicht irdisch ist. Alle UFOs, es gibt die UFOs damit, es gibt also unbekannte Flugobjekte am Himmel, die für uns deswegen unbekannt sind, weil wir einfach nicht wissen, wo sie herkommen. Aber es handelt sich meistens um Schrottteile von irgendwelchen Raketen oder ganz besondere astronomische Konstellationen. Häufig ist es die Venus am Horizont. Aber es gibt nicht einen einzigen Fall, wo man drauf hinaus muss, wo man es verlangen muss, dass es sich um ein außerirdisches Phänomen handelt. Es sei denn, man benennt zum Beispiel Meteoriten als außerirdisch. Meteoriten sind sehr wohl außerirdisch, aber sie sind nicht lebendig. Und das, was wir in den Science-Fiction-Filmen sehen, die kleinen grauen Männchen oder die großen, die mit Tentakeln und die ohne Tentakeln und die hierher kommen und uns zerstören wollen oder die uns versklaven wollen, die uns vergewaltigen und entführen, das scheinen mir alles Einbildungen des menschlichen Gehirns zu sein, das verzweifelt versucht, am Ende dieses Jahrtausends irgendwelche Lichtgestalten vom Himmel zu holen. Aber sonst nichts.